Hallo, ich bin Martina und in diesem Video geht es um die Begriffe Thema, Stoff, Motiv und Plot. Um über einen epischen Text eine Inhaltsanalyse anzufertigen, solltest du wissen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt und inwiefern sie sich voneinander unterscheiden. Thema, Stoff, Motiv und Plot sind also Begriffe, die man vor allem für die Inhaltsanalyse epischer Texte braucht. Du solltest deshalb auch wissen, was epische Texte sind und welche Merkmale sie haben. Außerdem solltest du wissen, was Hauptfiguren, was Nebenfiguren und was Figurenkonstellationen sind. Es gibt hierzu aber auch Videos, die du dir nochmal ansehen kannst. Jetzt wünsche ich dir mit diesem Video erstmal viel Spaß. Wenn man von einem epischen Text redet, also zum Beispiel von einem Roman, dann ist natürlich der Inhalt das, was die Leser am meisten interessiert. Der Inhalt, das heißt die Handlung. Und die ist natürlich eng mit den Figuren verknüpft. Denn diese treiben ja die Handlung voran. In der Literaturwissenschaft wird der Inhalt epischer Texte unter vier verschiedenen... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.